Yo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Last of Us Part 1 PS5 The Remake. Ich freue mich sehr, dass du wieder am Start bist, noch mehr, Leute. Wir müssen jetzt mit der lieben Ellie weiterziehen in diesem Schneegebiet. Wir müssen jetzt ein Reh fangen, halt ne, für Essen natürlich in dieser Welt. Letzte Folge haben wir gesehen, dass Josie sehr schwer verletzt hat. Er wurde einfach aufgespießt mit einem Eisenrohr. Also es war schon eine sehr krasse Szene auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Reh. Besorgen wir was zu essen für Ellie. Und dann würde ich sagen, Leute, like mit meinen Granaten-Supporter und... Wo ist denn das Reh? Ah, da ist das Reh. So, dann jagen wir mal erstmal ein Reh hier in der Last. Was, muss ich sagen, fühlt sich auch schön an. Besser als auf irgendwelche Menschen, auf irgendwelche Zombies zu schießen. Klar, Rehe und Tiere auch nicht schön, aber Ellie muss überleben, ne? Und muss aber getan sein hier, ne? Da kennt man keine Grenzen, leider. So. Können wir von hier aus... Oh, Ellie schwankt sehr hart, aber ist auch klar, sie ist ein Mädchen, sie muss einen Bogen spannen. Ne? Oh, sogar ein Treffer. Oh mein Gott, ich bin Legolas, Leute. Ellie ist Legolas. Heilige, so war das gerade Treffer. Sehr gut, ich könnte meinen Bogen lange spannen, ey. Es ist bestimmt richtig, richtig schwer auch, einen Bogen richtig zu spannen, ey. So, hier schon ein bisschen Blut. So. Wie ist hier euer Steak eigentlich? Medium Rare oder roh oder halt durch. Also dann, ich esse mein Steak gerne einfach fertig gekocht. Also dann, ohne was Rotes dazwischen, ohne Blut und so. Manche essen noch ein bisschen Medium Rare und so, also halt Medium Roh. Ich mag das gar nicht, wenn es roh ist, dieses Steak. Ich finde es so eklig, wenn das Blut da rausfließt und so. Kann schmackhaft sein, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich bin dann eher so der Dun-Typ, also halt das durchgekochte Steak ist dann für mich viel, viel schmackhafter als irgendwie was Rohes und dann irgendwas Blutiges und so. Also ich weiß nicht, wie ihr es findet. Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, wie ihr, was ihr am meisten mögt. Ja, roh, dann oder was auch immer. Also ich bin halt, wie gesagt, der es aber durchgekocht haben will. Ohne Rohes und irgendwelches Tierblut oder sonst was. Glaubst du, wir können die treffen, Ellie? Glaubst du? Nein. Scheiße. Meine Schuld, Ellie, meine Schuld. Ah, da, ich seh's. So, hier sollten wir eigentlich treffen. Oder, Ellie? Was sagst du dazu? So, ruhig. Boah, es schwankt sehr hart. Let's go. Sehr gut. Ich denke, es reißt sogar jetzt aus. Aber der hält sehr viel aus, Alter. Dieses Tier hier. Einfach zwei Fallschüsse getroffen und es kann immer noch laufen. Also, der ist nicht ohne. Die sollten es doch haben, oder? Oder noch einen Treffer? Ich glaube, zwei sollten sogar reichen, damit wir erstmal hier weiterkommen in diesem Spiel. Bin mir aber nicht mal ganz sicher, ob das drei, zwei oder wie viele Treffer waren. Muss doch so arschkalt sein, ne? Hier, in diesem Gebiet, Mann. Und, guck mal, das ist das Schlimmste eigentlich, was man hier kassieren kann. Hunger und dann noch die Kälte dazu, ne? Man braucht ja Energie, um den Körper warm zu halten und so. Und hast du noch Hunger und es ist kalt, da kannst du eigentlich nur sterben gefühlt, wenn du kein Essen hast, Mann. Deswegen könnt ihr hier in der Apokalypse nicht vegan werden, ne? Also, wie wollt ihr hier vegan sein? Ihr könnt kein Gras fressen hier, ne? Das Ding, braucht ihr das Fleisch in so einer Zeit, ne? Kann mir keiner sagen, dass man hier vegan werden kann. Oder? Was sagt ihr? Man muss da Fleisch essen in dieser Zeit. Man muss Tiere jagen. Und man muss das essen, was man eben bekommt. Ne? Sogar auch vielleicht Insekten, viel Proteine. Ne? Man muss ja alles mittlerweile in Betracht ziehen. Man weiß ja nie. Dosenfutter, ja. Vielleicht, aber dann sind lebende Tiere eher das Bessere. Die bessere Essensquelle als irgendwelche Pflanzen oder sonst was. Ah, okay. Es geht weiter, Leute. Es geht weiter. So, renn, Ellie. Glaube, wir müssen jetzt einfach jetzt hinterher rennen. Hier, Reh. Genau. Es ist hier. Rehchen. Wo bist du, kleines Rehchen? Ich würde mal sagen, so eine Fabrik hier. Irgendeine Fabrik, aber was genau, weiß ich nicht mehr. Warren Coral Berg. Ah, genau, Bergbaugesellschaft. Sieht man auch schon. Bergbaumeisterbüros, genau. Reh, ich will nur ein Reh haben. Ich will nur ein bisschen Fleisch haben. Mehr will ich nicht haben. Okay. Oh, okay. Es ist tot. Die Veganerin auf TikTok wird bestimmt sauer sein. Wer ist da? Komm raus! Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung, das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportsfreund. Was wollt ihr? Ich bin David. Das hier ist mein Freund James.
Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir was für das Fleisch da geben. Was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt, dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Zwei Flaschen Penicillin und eine Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Das Gewehr nehme ich. Na klar. Jetzt zurück. Boah, Ellie kann einfach zwei Männer dominieren hier in so einer Situation, Junge. Ist krass. Ist echt krass, Mann. Sie weiß, wie man redet. Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Na also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay, ich verstehe, es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Und der Verletzte, du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Sorry. Okay, ich hätte jetzt wirklich gerne mein Gewehr zurück. Nein, du hast deine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ist nicht mein erstes Mal. Wir dürfen sie auf keinen Fall reinlassen. Ja, wir sehen jetzt zwar neue Fremde. Und die sehen in dem Teil noch ekliger und gruseliger aus als im Originalteil. Also ich glaube, ich muss nicht viel dazu sagen. Das kennen schon die meisten hier. Ich werde es nicht zu viel verraten. Wir sollten erstmal die Zombies hier, die ganzen Infizierten erstmal ausschalten. Ja, und woher weißt du denn, dass es... Woher weißt du, dass es eigentlich der Verletzte ist und nicht die Verletzte? Warum weißt du, dass es eine R ist, ne? Also, man weiß ja nie, ne? So, bam. Ach du Scheiße. So, bam, Junge. Ihr seht auch gerade hier, also Ellies Nahkampf ist nicht so stark wie Joels Nahkampf, da muss man halt eben auch ein bisschen, ja, gucken, du wie man jetzt kämpfen will. Du kannst mit dem Ding besser schießen als ich. Naja. Hilf mir mal. Wir haben gelernt. Wir haben sehr viel gelernt. Idiot. Oh, na los. So, schnell schieben oder kommen die nächsten. Ist der nackt, der Rechte? Oh! Mist. Dankeschön. Oh. Können wir die abschließen? Das ist ein bisschen wie, COD Zombies, Leute. Hallo. Bleib da weg. Oh, Scheiße, was mache ich denn? Ich mache gerade sehr viel Scheiße. Haben wir Medikits? Scheiße. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, Leute. Also, ich darf jetzt hier nicht sterben. Ist hier Medikit vielleicht? Oh, ja, ist sie sogar. Lad mal jetzt nach, bitte, Ellie, bitte. Oh mein Gott! Das war gerade eine knappe Kiste. Ich bin fast gestorben, Leute. Okay, jetzt schnell. Oh no. Es reicht.
so klein. Schnell, halt, Ellie, halt, nein, halt, Ellie, schnell. Alter. Vergiss es. Holy. Wir müssen hier raus. Jeder der Treppen muss echt sitzen. Schnell, 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 schnell. Ja, ja, ich komme, du Idiot. Ach du Scheiße. Wie viele sind hier bitte, Alter? Ich halte sie auf. Wer wacht die Treppe? Ey. Serious wreck now? Okay, sehr gut. So, Medikit vielleicht oder so? Ich bräuchte jetzt eigentlich alles, gerne. Hier durch. Okay. Und kannst du auch was bauen, die Ellie. Also Ellie hat echt viel gelernt von Joel. Das ist klar. Weißt du, was da geht? Ich war hier noch nie. Na toll. Pistolenmunition? Hast du vielleicht ein bisschen Pistolenmunition, Bro? Alles frei. Hier lang. Ich folge dir. Ja, folg dem. So, lieber am Bogen. Ich nehme dir das Gewehr raus. Alles in Ordnung. Du musst dir um mich keine Sorgen machen. Aber Ellie ist stark. Also okay. Mental stark. Folge mir. Und eiskalt. Und pass auf. In so einer Zeit wichtig, ne? Und das als kleines Mädchen, das muss man gesagt haben, ne? Oh Gott. Na toll. Hey Kleine, alles klar? Ist okay. Nennen Sie mich Kleine. Verschwinde da! Glaube ich, oh ja, ist ein Klicker, ja. Das Gute an Ellie ist, glaube ich, sie kann mit ihrem kleinen Taschenmesser unendlich lang die Klicker halt abstechen. Das ist eine gute Sache auf jeden Fall. Deswegen machen wir das mal auch. So, du bist das erste Opfer hier, was abgestochen wird hier von dem Messer. So, ja, okay, cool. Geht auch ganz schnell hier. Schnell als bei Joe, muss man sagen. Ein Vorteil, dass man, also ein Vorteil mit Ellie, sage ich mal. Aber sonst ist Joe natürlich der bessere Kämpfer, ist auch klar. So. Ein Stich erreicht? Sind ja voll schwach. Oh ja, alles voller von diesen drecksverdammten Pilzteilen, Alter. Meine Fresse ist das eklig, Mann. Meine Fresse ist das eklig, ey. So, bei Ellie ist es ja nicht so schlimm, weil sie ist ja ein bisschen leichter, heißt, sie macht weniger Lärm mit dem Laufen. Wo ist der Klicker hin? So. Sehr gut, Ellie. Ist noch was zum Einsammeln hier? Ja, nur ein Stein, okay. Dann ab nach oben, würde ich sagen, schnell. Die hören noch alles, ne, diese Klicker. Oh. Alles klar? Oh, da bist du ja. Komm schon, hallo. Da ist die Tür. Okay, dann raus sie erstmal. Das war knapp. Wir müssen da hoch. Das war knapp. Da, mit der Leiter sollte es gehen. Dann hilf mir hoch, ich kann nicht springen oder hochklettern wie ein Affe, also hilf mir hoch. Hilf mir hoch! Hallo, bist du behindert? Hilf mir hoch! Hilf mir hoch! Digga, bist du gestört oder so? Hilf mir doch hoch! Hier hochhelfen, warum nicht dort hochhelfen? Digga, der ist dumm, der Typ, Leute. Der Typ ist dumm. Nicht Ellie ist dumm, er ist dumm. Komm her, hilf mir rauf! Okay, fertig? Dann los. So, sehr gut, Ellie. Du bist die Beste, Ellie. Das weißt du, oder? Und halte nach ihnen Ausschau. Ja, schon klar. Digga, denkst du, ich renne einfach durch, Junge? Der Typ ist lost. Der Typ ist absolut lost, Leute. So, Klicker. Ja, die sind auch hier unten. Ich renne einfach durch. Ist mir scheißegal. Renn durch, Ellie. Geh durch. Die sind eh unten. Ist doch egal. Oh. Ich nehme es auch zurück, die Aussage. Wo kommst du denn her? Du, hör auf, drum zu quietschen, du Drecksvieh. Are you serious right now, bruh? Travis Scott. Ja, ich weiß. Medikit. Ah, okay. Besser als nix. Leben. Brauchen Leben, Leute. Die halten sich nicht so viel aus. Alles okay? Ja, es ist alles okay. Runterspringen ist jetzt nicht klug. Erstmal die Leiter runterholen, leider. Für okay. Den Typen. Bitteschön. Na los.
Viel Spaß, Dreckskern. Gut, Achtung. So, naja, naja. Okay, dann würde ich sagen, hier runter. Und dann jetzt wieder durchcampen. Oh, warte, bin ich hier falsch? Bin ich hier falsch oder richtig? Ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig. Nein, ich bin auch wieder runtergesprungen wie ein Idiot, glaube ich. Ich glaube, es ist der falsche Weg, Leute. Was mache ich denn? Nein, ich bin wieder hier gelandet. Ich bin wieder hier gelandet. Ja, jo, ich habe es jetzt nicht gesehen, Leute. Egal, wir hören es dann gleich. So. Okay, durch hier. Oh, hier kommt auch eine große Stelle. Okay, alter Mann. Wie, pass auf, was du sagst. Red nicht so mit Ellie, Junge. Es muss einen Weg hier rausgeben. Dreckskerl. Pass auf, was du sagst, sagt er. Was erlaubst du dir, du Idiot? Oh, nein. Zwei Bomben sogar. Sieht aus, als hätte schon jemand gegen sie verloren. Und noch, Alter. Wir haben diese Jungs gesucht. Haha. Egal, nimm die Ausrüstung. Ich suche nach einem Ausgang. Wer? Molotov oder Medikit? Medikit. Ja, hast du gerade eben gesagt, du Alzheimer-Kind. Siehst du was? Was haben sie hier bloß gemacht? Was machen wir jetzt? Wir halten stand. Haben wir eine andere Wahl? Sterben. Gut. Du kannst gerne sterben. Bereit machen. Ja, let's go. So, ich würde dann sagen, wir machen mal die Bomben bereit. Das ist nur... Das war eher nicht so gut. Das war eher nicht so gut, leider, die Bombe. Nur einen getroffen, leider. Hätten wir auch uns sparen können hier. Ah, nee, warte. Aufheben. Es kommt noch ein Bloater bestimmt am Ende, glaube ich sogar. Noch ein fetter, nerviger Drecksbloater. Nein. Gut. Okay. So, die ist mal abfangen. Die kann ich jetzt kommen lassen hier. So. Oh ich weiß, Gott. Infizierte. Ja, was denn sonst? Es sind doch nur Infizierte. Es gab ja keine normalen Menschen. Ist der dumm, der Typ? Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist, Alter. Der labert so viel Müll. Geht mir so auf den Sack irgendwie, was der labert. So, ist sehr viel Loot. Ja. Das war ein bisschen guter Wurf. Ich hab glaube ich schon mehrere getroffen mit der Bombe. Drei glaube ich sogar schon, genau. Das war ein geiler Wurf, muss ich sagen. So. Du bleibst gefälligst oben, brauchst gar nicht spannen, du Idiot. Ich bin ein kleines Mädchen. Ja, du Pädophile. So. Oh, ich hab ihn gerettet, scheiße, ich hätte ihn sterben lassen sollen. Ich hätte ihn sterben lassen sollen. Das Gefühl habe ich aber nicht. Konzentrier dich, wir schaffen das. Ja, komm, such, ja, wie dann. Was gibt es denn? Keine Ahnung. Ja, war? Bleib einfach dran. So. Bleib oben, Süße. Okay, muss ich den lassen, guter Schuss. Muss ich den leider lassen, du Idiot. Oh, ich dachte, das wäre der Typ. Die sind gleich ausgefälligst, die beiden, Alter. Die sind. Oh. Gott. Heilen, 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 Ellie, heilen. Heilen, Ellie, schnell heilen, Ellie. Schnell, schnell, schnell. So. Noch mehr. Gut. Noch mehr Schuss. Wo ist der Bloater? Hier war nur ungenommen Bloater. Oder etwa nicht. Oh, ja, wir sind jetzt vorbereitet, Leute. Ein Bloater! Ein was? Einer von den großen Scheißkerlen! Du kennst sie nicht? So dumm, als ich dachte. So, Molotov. Boah, der kann klettern, der Fette. Are you serious right now, bro? So. Okay, okay, noch getroffen. Okay, nice. Stimmt. Okay, war doch gut. War reibungslos sogar. Ekliges Vieh. Hey, Kleine. Ja? Ach ja, nennen Sie nicht Kleine. Geschafft. Ja. Haben wir sie alle erledigt?
Du klingst ja richtig enttäuscht. Ach, eher ungläubig. Ich überprüfe die Brücke. Okay, mach halt. Sollst du noch irgendwas zum Einsammeln? Wenn nicht, dann kehren wir zurück zu diesem Knechten zurück. So, Munition. Alles einstecken, weil wir müssen auch später noch ein bisschen mit Ellie spielen. Also da kommt noch eine Passage auf uns zu. Deswegen am besten alles einsammeln, was wir sehen hier für die späteren Passagen. Okay, dann gehen wir zu ihm. Hör mal. Keine Infizierten. Keine Infizierten. Was habe ich gesagt? Na gut. Lass uns zurückgehen. Und nach unserem Vieh schauen. Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Wir hatten Glück. Glück? Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Nein, weißt du, Kleine, ich glaube, nichts passiert ohne einen Grund. Klar. Im Ernst. Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet. Von einem verrückten Mann. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. You serious rank near, bro? Siehst du? Alles, was passiert, hat seinen Grund. Hey. Bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse dich auf keinen runter Fall gehen. Mit der Waffe. Jetzt gib ihr die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du schaffst es nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Ja, Plot Twist. Der Typ hat die Männer losgeschickt, die uns angegriffen haben in der Universität. Aber die haben auf uns zuerst geschossen. Wir waren in einem Raum, die haben auf uns geschossen. Was sollen wir denn machen? Los, weg hier. Die können erstmal sagen, hey, was geht? Wer ist da oben? Nicht sofort losschießen, was soll denn das? Ist doch Quatsch. Komm schon. Komm mit. Joel? Oh. Ich habe nicht viel zu essen gefunden. Aber ich habe das hier. Okay, heb deinen Arm. Oh. Los. Tut mir leid. Moment. Das war's. Du schaffst es, Joe.
Was eine schöne Geschichte. Wirklich, ich Gänsehaut gerade wie die Leute. Pure Gänsehaut. Ich werde versuchen, sie von hier wegzulocken. Ich bin bald zurück. Let's go. Okay, Leute, dann werde ich es in der nächsten Folge dann fliehen. Da müssen die Idioten natürlich wieder alles ruinieren. Diese schöne Zeit, oder was heißt schöne Zeit, also diese ruhige Zeit mit Ellie und Joel. Like, wenn es gefallen hat, würde ich dann sagen, bis mir selbst gesund und ciao, ciao, Leute, bis zum nächsten Mal.